Ja, plötzlicher Stromausfall, das Warten, die Frage, was ist passiert? Stromausfall nur bei mir oder ist er überall im Haus oder gar in der ganzen Gemeinde? Plötzlich merkt man, es ist stundenlang kein Strom, es gab auch keine Vorankündigung, dass irgendwie etwas gemacht wird. Den ganzen Tag plötzlich kein Strom. Und da macht sich dann schon langsam Unbehagen aus und wahrscheinlich hat man sich auch mit den Nachbarn schon abgesprochen, ja, was ist passiert? Und plötzlich nach einem Tag oder vielleicht auch sogar erst nach 2 Tagen geht wieder der Strom an, doch das Handy ist nach wie vor leer, man kann nach wie vor nicht tanken, man kann nach wie vor nicht einkaufen gehen. Ja, hallo meine Lieben, was für ein Szenario male ich denn da an die Wand? Passt doch eigentlich überhaupt nicht zu mir. Doch meine Lieben, seit Corona kann ich mir auch so ein Szenario sehr, sehr gut vorstellen. Ein sogenanntes Blackout. Ja, und der Begriff begeisterte nicht, sondern geistet ja auch vor kurzem durch die Medien. Ja, in Österreich hat es gelautet, Blackout gerade noch abgewendet. Ja. Doch was es mit dem Begriff auf sich hat, du weißt, was immer nach dem Intro passiert, nämlich die wichtigen Informationen. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Geo. Auch wenn es in diesem Video nicht direkt um ein Mittel für deine Gesundheit geht oder mit Gesundheit in dem Ausmaße zu tun hat, hat es natürlich auch mit ganzheitlicher Gesundheit, mit dem ganzheitlichen Leben zu tun. Denn ein Stromausfall in diesem Ausmaß, wie ich es gerade eben beschrieben habe, ist durchaus Realität und von anerkannten Fachmännern auf dem Gebiet als sehr realistisch eingestuft. Und ich betone hier wirklich, und viele, die mich auch kennen, schätzen mich wohl auch so ein, ich bin und war nie ein Schwarzmaler, der hier einfach Szenarien an die Wand schreibt, um hier einfach auch mal Angst zu verbreiten. Was hätte ich davon? Ja, es beschäftigt mich selber und deswegen mache ich auch was darüber. Wie gesagt, Corona hat mich und ich glaube so ziemlich alle Menschen gelehrt, dass Dinge passieren können, dass plötzlich Situationen eintreten können, die wir uns nicht einmal vorstellen haben können, über die wir gar nicht nachgedacht hatten, weil das so überhaupt nicht vorstellbar war und in unserem Lebensspace, sage ich jetzt mal, irgendwo abgespeichert. Doch auch in diesem Thema geht es so wie in allen anderen Videos generell um Selbstverantwortung, um selbstverantwortliches Handeln, um ein Leben in Sachen Gesundheit, vor allem um sein Leben in die eigene Verantwortung zu nehmen. Und deshalb hat mich dieses Thema nun auch gepackt und ich weiß, so ganz unvorbereitet möchte ich nicht sein, sollte so etwas oder so etwas Ähnliches auf uns plötzlich zukommen. Doch schauen wir mal, und eins vorweg, ich bin in dem Fall, was Blackout angeht, absoluter Laie und beschäftige mich halt seit einiger Zeit mit dieser Möglichkeit, die auf uns eben auch zukommen könnte. Ja, die Theorie bzw. was sozusagen über ein Blackout geschrieben steht oder eben diese anerkannten Fachleute dazu sagen. Ein Blackout ist an und für sich jetzt einfach mal natürlich ein Stromausfall, jedoch nicht so, wie wir das eben kennen, dass regional gewollt, wo der Strom ausgefallen ist oder irgendwo ein Baum auf eine Stromleitung gefallen ist und hier dann regional eben der Strom ausfällt, sondern ein Blackout ist, wenn der Strom in weiten, großen Teilen, großflächig in Europa ausfällt und die Infrastruktur dann darauf zusammenbricht. Denn das dürfen wir nicht vergessen, ja? Auch wenn die Digitalisierung und die Technisierung bei uns in unserem Leben viel, viel Komfort bietet, ist logischerweise auch ganz viel von der Stromversorgung abhängig. Ja? Und wenn die Stromversorgung ausfällt, dann ist es nicht nur lichtmäßig plötzlich zappenduster, sondern nach einem Stromausfall von gut 24 Stunden funktioniert kein Bankomat mehr, es funktioniert keine Tankstelle mehr, kein Supermarkt, du kannst nicht mehr einkaufen, die Türen sind verschlossen,
auch natürlich kein Handy, kein Internet, kein Festnetztelefon, es funktioniert keine Lüftung in den Autotunnels oder sonst irgendwo, kein Lift im Hochhaus funktioniert mehr, keine Ampel im Verkehr mehr. Da ist dann wohl ziemlich Sendepause im Karton, würde ich mal sagen. Und klar, die meisten Krankenhäuser haben natürlich Notstrom, doch auch da gibt es dann laut dem führenden Experten in Österreich mit Sicherheit Mängel, da ja auch hier gespart wurde und sich dieses Szenario nicht so wirklich vorstellbar war. Ja, um besser zu verstehen, das europäische Stromversorgungsnetz. Das europäische Stromversorgungssystem ist ein großes Verbundsystem, das für einfach steuer- und berechenbare Großkraftwerke errichtet wurde. Der mittlerweile über Jahrzehnte sehr erfolgreiche und sichere Betrieb täuscht jedoch über die umfangreichen und systemgefährdenden Veränderungen des letzten Jahrzehnts hinweg. Es wird mittlerweile ein enormer Aufwand betrieben, um die laufende Systemstabilität aufrechterhalten zu können. Es gibt jedoch nirgends ein hundertprozentig sicheres System, schon gar nicht bei der zunehmenden Komplexität, die nicht zuletzt durch die Digitalisierung hervorgerufen wird. Daher warnen die Netzbetreiber auch vor einem unbegründeten Optimismus. Ja, so steht es auf der Homepage von saurec.net, dem wie schon erwähnten führenden Experten in Österreich. Und es ist auch beschrieben, dass ein unglaublicher Aufwand, auch ein unglaublich finanzieller Aufwand hier betrieben wird, um eben dieses System so weit wie möglich stabil zu halten. Um jetzt ein Blackout im Gegenzug zu einem normalen Stromausfall zu verdeutlichen. Ja? Ein normaler Stromausfall ist regional und normalerweise beabsichtigt, außer ein Umstand von außen, eben wie gesagt, irgendein Baum, der auf eine Leitung gefallen ist oder was auch immer, setzt eben die Stromversorgung mal kurz außer Kraft. Ein Blackout ist eben ein Stromausfall, der irgendwo in Europa beginnen kann und hierdurch, ich sage jetzt mal, Umstände, die das sowieso extrem sensible Netz, wie wir vorher gerade gehört haben, zum Überlaufen bringen. Also das Fass quasi zum Überlaufen bringen und eine komplette Kaskade führt dazu, dass halb Europa ohne Strom dasteht. Na, ein Dominostein fängt an zum Umfallen, bing, 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 bing. Plötzlich fällt das Ganze um und halb Europa steht ohne Strom da. Halb Europa, weil eben dieser Verbund geteilt war, hier eher im Osten und im Westen, aber das ist auch schon das Einzige. Experten und eben auch Herr Saurek, wie eben schon erwähnt, sehen dieses Szenario in den nächsten 5 Jahren als sehr, sehr realistisch. Ja, und dieser Herr Saurek ist jetzt kein irgendwelcher, weiß nicht, Schwarzmaler, irgendein esoterischer Schwarzmaler, sondern es ist ein total seriöser Typ, der in Österreich auf diesem Gebiet absolut anerkannt ist. Und hier kann ich nur empfehlen, auch einfach auf saurec.net zu schauen. Da ist ganz, ganz viel über ein Blackout beschrieben. Ja, kommt es nun so oder kommt es nun zu so einem europaweiten Ausfall, kann man davon ausgehen, dass dieses Verbundsystem nicht mit ein paar Knopfdrücken wieder zum Laufen kommt. Ja, dass man schnell mal tak, 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 tak und das, so wie wir das gewohnt sind, das Licht ist wieder da, ja, sondern das kann dann eben dauern. Und sobald hier der Stromausfall an die 24 Stunden geht, kommen wir nach Phase 1, also der Stromausfall mal ein Tag ist Phase 1, dann kommen wir in Phase 2, das heißt keine Telekommunikation mehr. Dieser Zustand wird hier mal mit einigen Tagen angegeben. Ja? Da kann man dann nicht einfach ein bisschen herumtelefonieren, das ist das Problem, das geht einfach nicht. Und dann kommen wir nach diesen paar Tagen in Phase 3 und das ist dann der kritische Zustand, denn das Hochfahren, ja, da geht es dann wieder, man versucht natürlich wieder den Strom hochzufahren, doch dieses Hochfahren des Systems benötigt einfach dann die meiste Zeit und kann sich sogar über Wochen, wenn nicht Monate, im schlimmsten Falle auch sogar Jahre hinziehen. Ja, das heißt nicht, dass jetzt gar nichts mehr funktioniert, aber bis das System wieder so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, könnte es im schlimmsten Fall Jahre dauern. Ja, und in dieser Zeit werden natürlich die wichtigsten Systeme nach und nach wieder hochgefahren, sodass wir natürlich nicht komplett im Finstern sitzen. Doch wie gesagt, damit das komplette System wieder funktioniert,
wird, dauert das. Ja? Und so dass eben die Nahrungsversorgung quasi halt die Grundversorgung und dann alles andere schön langsam wieder hochgefahren wird, weil mit dem Hochgefahren, mit jedem Dazuschalten natürlich immer wieder die Gefahr besteht, dass das Ganze wieder zusammenbricht. Doch hier haben wir natürlich keine evidenzbasierten Fakten, ja, weil man das halt so auch noch nicht gehabt hat und so auch noch nicht üben konnte. Das im Jänner, wie es geheißen hat, eben Blackout abgewendet. Da hat man eben gerade noch Glück gehabt, dass man es so noch hingebracht hat. Wie gesagt, da wird eben ein enormer, auch finanzieller Aufwand mittlerweile betrieben. Die nächste Frage, die sich eben nun stellt, ist, wie erkenne ich, dass es sich nun um ein Blackout und nicht um einen ganz normalen Stromausfall handelt? Das ist eine wichtige, wichtige Frage. Ja? Wie erkenne ich das? Denn wenn die Kommunikation ausfällt, wie soll ich das erfahren, wenn das Handy nimmer geht? Ja? Vor allem werden die meisten Menschen keine Ahnung davon haben, was da eben gerade passiert ist. Wir machen das, was wir eben sonst auch tun. Ja? Bei Stromausfall ist der Schutzschalter gefallen, ist im ganzen Haus kein Strom, ist bei den Nachbarn kein Strom, ist in der ganzen Gemeinde kein Strom. Also das muss man mal abchecken. Dann natürlich probieren, funktioniert das Handy noch? Das wird dann relativ bald mal ausgefallen sein. Wenn jemand einen Radio hat, und den muss man sich natürlich vorher zulegen, und natürlich braucht es dazu ein batteriebetriebenes Radio, dann muss man das einschalten. Ja, und wird dann etwas im Radio durchgesagt, wenn da wirklich jetzt was Gröberes passiert ist, dann wird da im Radio etwas durchgesagt und da wird dann nicht mehr das normale Programm im Radio ablaufen, sondern da wird wohl nur noch mehr diese Information übers Radio kommen. Kommt eben die Meldung, dass die Straßentunnels zum Beispiel umgeleitet werden, etc., etc., dann ist das ein sicheres Zeichen. Ja? Dann kann man davon ausgehen, dass hier etwas Gröberes passiert ist, dass hier eben ein Blackout im Gange ist, wenn man auch die Tunnel abschalten muss, weil da natürlich die Luftversorgung nicht mehr gegeben ist. Und das wäre natürlich hochgefährlich. Ja? Und dazu braucht man eben natürlich auch Strom. Und wie gesagt, es geht nicht darum, um hier ein Panikszenario zu verbreiten, sondern dass unser Stromsystem einfach so sensibel geworden ist, dafür eben auch sensibel zu machen, gerade eben auch in Zeiten von Corona. Ja. Das kann einfach passieren, wie wir hier jetzt einfach auch sehen. Nicht, dass der Virus oder jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, nicht weil der Virus jetzt das System angreift, wäre natürlich ein Blödsinn, ja, das ist schon klar, sondern dass hier einfach auch durch Arbeitskräftemangel, durch Expertenmangel, weil die in Quarantäne sind oder was auch immer, ein Problem eben dadurch entstehen könnte, weil man halt, wie gesagt, viele Experten, viel Geld benötigt, um das System stabil zu halten. Ja, das muss immer ausbalanciert sein. Ja. Wie gesagt, schaut einfach auf die Homepage vom Saurik, dann gibt es ganz, ganz viele Erklärungen dazu noch, wie das jetzt mit diesem Verbundstromsystem ganz genau passiert. So, was kann ich jetzt tun? Das ist natürlich die wichtige Frage und ihr werdet auch gleich sehen, hier geht es nicht um den Weltuntergang. Ja, es geht nicht um den Weltuntergang. Es geht hier nicht um, wie überlebe ich jetzt, wie kann ich mich jetzt durchkämpfen. Ja? Ich muss jetzt nicht lernen, dass ich im Wald mir die Nahrung holen muss. Nein, so ein Szenario ist hier noch weit weg, sondern hier geht es darum, dass aufgrund der Komplexität unserer Gesellschaft, dass es einfach passieren kann und wird, und da kann und sollte man sich darauf vorbereiten. Da braucht es nicht brutal viel. Ja, das hat man relativ bald erledigt, aber man muss es einfach tun. Und keine Angst, du brauchst jetzt kein Überlebenstraining, wie schon gesagt, in freier Natur machen. Um das geht es nicht. Aber kommen wir zu Punkt 1, was du im Vorfeld schon tun könntest. Punkt 1 ist die Vorbereitung darauf, und zwar nicht nur, dass du nicht oder dass du dich mit Nahrung und Wasser eindeckst, sondern dir ein soziales Umfeld schaffst, mit denen ihr dann so ein Szenario mal durchgeht und ihr euch auch dadurch gegenseitig unterstützen könnt. Das ist eines der wichtigsten Dinge, dass man hier nicht das Gefühl hat, man ist komplett allein und jeder macht nur für sich, sondern auf die Nachbarn zugehen und im besten Falle mit ein paar Leuten das Ganze im Vorfeld schon mal besprechen, dass sowas einfach sein könnte. Was macht man dann? Ja,
die anderen Menschen einfach helfen und unterstützen, ist in so einem Fall oberstes Gebot. Und das kannst du nur, wenn du selbst vorbereitet bist. Das ist auch klar. Anderen Menschen kann ich nur helfen, wenn ich selber gut beisammen bin. Punkt 2 ist natürlich die Versorgung mit Wasser und Nahrung. Und da solltest du dich für circa 2 Wochen eindecken, vielleicht auch sogar für 3. Ja, und dazu brauchst du ungefähr 12 Liter Trinkwasser pro Person und dementsprechend haltbare Nahrung. Und da würde ich nicht nur darauf schauen, dass der Hunger dabei gestillt wird, sondern auch Leckerlis, Schokolade, etwas Süßes dabei ist. Auch wenn das jetzt nicht wahnsinnig gesund ist, ja, aber das wird es jetzt in dem Fall nicht ausmachen. Aber das hebt natürlich die Stimmung, weil so ein Blackout kann oder wird natürlich auf die Seele, auf die Psyche gehen. Und dann habe ich zumindest ein bisschen was, womit ich mir die Zeit mit etwas Süßen verfeinern kann. Ja. Das hebt natürlich die Stimmung. Punkt 3, genauso wie Wasser und Nahrung, ist die Versorgung mit wichtigen Medikamenten im Vorfeld und oder natürlich auch wichtigen Nahrungsergänzungen, wie bei mir eben mit OPC, mit CBD und anderen Mittelchen wichtig. Ich habe sowieso, da bin ich sowieso ausversorgt bis weiß nicht wie lang. Ja. Brauche ich auch nicht zu erklären, warum, weil mir das einfach wichtig ist, weil ich es gern haben möchte, weil es mir hilft und weil es mich natürlich auch beruhigt. Punkt Nummer 4, wer Tiere hat, muss natürlich auch darauf achten, dass hier genug Futter zum Beispiel eben und eben auch Katzenstreu hier zur Verfügung steht, das ist auch klar. Punkt Nummer 5 zum Beispiel ein Gaskocher mit ausreichend Gaskartuschen für den Kaffee oder für Tee oder auch mal um Nudelwasser warm zu machen, sowie Batterien für Taschenlampen und natürlich viele, viele Kerzen. Das wäre schon gut, wenn man das hat. Dann haben wir Punkt 6, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Hygiene. Ja? Hier genug Klopapier, da hätten wir wieder das Thema, aber da ist es wirklich notwendig. Und solltest du merken, dass hier ein Blackout drohen könnte, sofort die Badewanne. Ja? Wenn man das merkt, ups, da passiert was, da ist was komisch, dann lass sofort die Badewanne, solange das noch geht, oder irgendeinen anderen Behälter mit Wasser volllaufen. Ja? Denn natürlich wird die Wasserversorgung auch ausfallen. Das rennt man zeitlang nach, aber sofort, zack, bumm, so viel Wasser wie möglich irgendwo hinfüllen. Denn mit dem Wasser kannst du dich selber waschen. Das ist klar, Eigenhygiene natürlich. Du kannst Geschirr spülen, du kannst damit auch das Klo spülen, solange das auch funktioniert. Also das wäre ganz, ganz wichtig. Ja. Punkt 7, wenn ein Stromausfall ist, dann ist sowieso immer gut zu schauen, ob auch der Lift ausgefallen ist, also eben in Häusern, die eben Lift haben. Wenn ja, rufen, ob jemand im Lift steckt und hier ein Auge einfach auch drauf haben. Denn bei Blackout muss jemand aus dem Lift gerettet werden. Ja, der kann dann nicht ein paar Tage im Lift einfach verbringen. Und aus dem Lift retten, das kann man anscheinend von außen ganz einfach. Das ist mechanisch sehr leicht zu bewerkstelligen. Punkt Nummer 8, es kommt natürlich auch auf die Jahreszeit an, das ist auch klar, das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Kalt oder warm draußen? Ja, bei Kälte ist natürlich auch die Frage, was tun? Hier sind natürlich Menschen mit Heizkörpern, die mit organischem Brennmaterial betrieben werden können, natürlich wahnsinnig vom Vorteil. Auch hier Nachbarschaftshilfe, sehr wichtig. Jemand, der nichts hat zum Einheizen, der geht zum Nachbarn, das ist auch klar, wer einen Schlafsack hat, der auch bei Temperaturen von minus 20 Grad gut funktioniert, die gibt es eben auch, ist auch hier klar vom Vorteil, keine Frage. Was ich zum Beispiel sowieso immer mache, ist, dass ich immer schaue, dass ich genug Sprit im Autotank habe. Ja. Wer Platz hat, kann sich natürlich auch hier einen kleinen Vorrat von 20 Litern, 20, 30 Litern an Treibstoff immer auf die Seite legen. Ob sich jemand eine kleine Dieselheizung zulegen möchte oder gar ein Notstromaggregat, das mit Diesel betrieben wird, sollte ein jeder für sich selbst entscheiden. Ja, viele, die ein Wohnmobil haben oder die sogar für ihr Auto hier so eine Standheizung haben, sind auch hier klar im Vorteil. Ja, Punkt Nummer 9, das ist die gegenseitige Unterstützung, meine Lieben, auf sich und die anderen einfach schauen. Ja? Anklopfen, fragen, ob jemand etwas brauchen könnte, sich auf Gemeindeebene unterstützen, hier vielleicht auf den Gemeindeplatz sich treffen, hier zusammenrennen, denn auf
Hilfe von außen. Ja, da wird es grundsätzlich nicht viel geben. Das ist nicht so, dass dann überall die Feuerwehr hinfährt und überall die und überall jene und die, was in Deutschland gibt es da das TKW oder wie das heißt, dieses technische Blablabla, weiß ich nicht genau. Also die haben selber dann mit sich zu tun und die haben ja dann selber kaum oder ganz wenig Möglichkeiten, hier etwas zu tun. Ja, meine Lieben, gerade eben Corona und ein Blackout sollten uns zeigen, dass es noch wichtiger ist und wird, hier selbstverantwortlich zu werden, zu sein und sich auf gewisse Dinge vorzubereiten. Denn wir sind offensichtlich in keiner Blase, in der nichts und niemals etwas passieren kann. Ja? Bin gespannt auf eure Reaktionen und für weiterführende Infos, wie gesagt, schaut auf die Internetseite www.sauruck.net. Blackout, habe es unten nochmal eingeblendet zur Sicherheit und natürlich auch in die Infobox hineingeschrieben. In dem Sinne, lassen wir uns nicht unterkriegen, selbstverantwortlich werden, selbst Entscheidungen treffen und wenn wirklich solche Dinge passieren, dann schauen wir nicht ganz blöd aus der Wäsche, sondern wir können uns dann auf jeden Fall mal 2, 3, vielleicht auch 4 Wochen hier darüber hinweg helfen. Ja, Daumen hoch oder 2 Daumen hoch. Eure Meinung interessiert mich diesbezüglich natürlich irrsinnig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus.